Sie sind fertig zum Transport, Beastman. Die Dracheneier und die Drachenperle. Merman fand sie im Schleimsumpf. Der Narr verkaufte sie mir für eternisches Silber. Er kennt nicht ihren Wert. Er weiß nicht. Die Drachenmutter. Stopp sie, Beastman! Stopp! Stopp, hab ich gesagt! Sie verteidigt ihre Eier, Skeletor! Sie gehorcht mir nicht! Verschwind mir lieber! Ich brauche dich noch, Beastman! Du verschwindest erst, wenn ich es befehle! Bring das Aircut fort, ehe sie wiederkommt! Und tu es sofort! Hä? Wieso glaubst du, du kannst mir immer befehlen? Deshalb! Also beweg dich! Nun, meine kleinen Drachen, ihr seid bald in eurer neuen Heimat. Bitte den letzten Gang, Orko. Bin ich voll. Schade, dass du nicht zwei Orkos bist. Du könntest doppelt so viel essen. Keine schlechte Idee. Wow, das hat noch nie geklappt. Wäre ich vier Orkos, könnte ich viermal essen. Jetzt bin ich viermal da. Wetten, ich bin als Zauberer viermal so stark? Wieso nicht? Ich bin viermal so stark. Wieso? Ich bin viermal so stark. Nein, ich. Hey, Jungs, lasst das. Warum arbeitet ihr nicht lieber zusammen? Teamwork. Teamwork. Wenn was nicht klappt, geht's nur mit Teamwork. Okay, versuchen wir es mal. Hey, wir haben es geschafft. Nun, es hat aber Spaß gemacht. Der Trick war aber nicht so weltbewegend. Ein Drachenbaby! Wie niedlich! Seht mal, es wird größer! Passt auf! Eure Majestäten, kommt mit mir! Adam, holt die Wachen! Ich glaube, ich mag keine Drachenbabys. Bei der Macht von Grayskull! Adam! Ich habe die Kraft! Drachenfratz, ziel mal schön! Jetzt, Teamen! Bleib so, Flammenzunge!
Schiffe, He-Man? So viel wie möglich. Hoppla, jetzt komm ich. Das ist der härteste Drachen, den ich je rammte. Ha! Vorbei! Da! Flieg hin! Der kam mir gerade recht. Ich wollte nämlich meinen neuen Stasis-Strahl ausprobieren. Der kann sich ein paar Stunden nicht bewegen. Wo kam der Drache wohl her? Nun, Beastman hat Macht über Tiere. Und Skeletor hat Macht über Beastman. Ich bin so mächtig, dass ich mir selbst Eindruck mache. Aber du machst mir keinen Eindruck. Eines Tages werde ich dir zeigen, was Macht ist. Hast du was gesagt? Nein, nein, Skeletor. Das Wachstumsserum klappt wunderbar. Die Drachenbabys wachsen in einer Minute zur vollen Größe. Und wenn du das für Zauber hältst, wart ab, was ich mit der Drachenperle mache. Tila! Evelyn wurde gerade angegriffen von einem... Lass mich raten. Einem Drachen. Genau. Woher weißt du? In ganz Eternia regnet es Dracheneier. Schau. Zeit für ein Nickerchen, Flammenwerfer. Gut, dass mein Vater mehr als einen Stasis-Strahl gebaut hat. Jetzt! Das wird ihn eine Weile beruhigen. Diese Drachenjagd macht ganz schön müde. Und ich fürchte, wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Da sind noch mehr Drachen in den Mystic Mountains. Mein Plan hat vorzüglich geklappt. Während He-Man und seine Freunde die Drachen bekämpfen, dringen wir in Schloss Grayskull ein. Der Space Portal wird uns hinbringen. Folgt mir! Unser neues Heim! Schloss Grayskull! Wir kommen nicht rein! He-Man und die Sorceress haben uns jedes Mal gehindert! He-Man ist beschäftigt! Was die Sorceress angeht, selbst sie kann der Drachenperle nicht widerstehen! Sorceress, ich übernehme Schloss Grayskull! Stopp mich, wenn du es wagst! Deine Macht ist gar nichts gegen die meine, Skeletor. Geh zurück nach Snake Mountain, Skeletor. Wir haben auch ohne dich genug Ärger. Ärger? Ich werde dir zeigen, was Ärger ist. Evelyn, richte deinen Zauber hierher. Die Drachenperle verstärkt ihn hundertfach. Ich brauche Hilfe. He-Man! He-Man! He-Man, komm nach Grayskull! Komm!
Die Sorceress ruft uns. Es gibt Ärger in Grayskull. Du hast die Sorceress in der Drachenperle gefangen. Endlich ist Schloss Grayskull mit all seinen Geheimnissen das meine. Wird Grayskull nie mehr betreten. Was in Eternia ist hier los? Grayskull ist gefallen, He-Man! An mich! Die Sorceress ist meine Gefangene! Und durch ihre mit ihrer Drachenperle vereinten Kraft wird auch Eternia mir gehören! Weder Wissenschaft noch Zauberei kann dieses Kraftfeld durchdringen. Es sieht schlecht aus. Wenn was nicht klappt, dann geht's mit Teamwork. Hey, ich hab's. Denk an Adams Worte. Vielleicht klappt's mit Teamwork. Genau. Holen wir alle Drachen hierher. Aber Beastman kontrolliert sie. Dann kontrollieren wir eben Beastman. Also los! Bist du sicher, dass die Sorceress nicht entkommen kann? Ich habe die Drachenperle nach Snake Mountain gebracht. Außerhalb Grayskull hat die Sorceress keine Widerstandskraft. Die Drachenperle entzieht ihr ihre Zauberkraft. Wenn das geschehen ist, ist sie für immer Teil der Perle. Und ihre Kraft gehört mir! Snake Mountain! Vielleicht geraten wir direkt in Skeletors Hände. Nun, wir müssen es riskieren. Das ist unsere einzige Hoffnung, Grayskull zu retten. Huh, das ist aber schaurig hier. Hoffentlich treffen wir hier Beastman. Du hast mich gerufen, He-Man? Nein! Ich mach dich kaputt, Simon! Ihn beruhigen. Und nun zu dir, Drache. Ja. Diese Drachen können ja ganz nett sein, wenn Beastman sie nicht kontrolliert. Nimm ihn mit, Sheila. Wir brauchen alle Feuerkraft, um das Kraftfeld zu durchbrechen. Wo gehst du hin, He-Man? Die Drachenmutter muss hier in der Nähe sein. Ich glaube, wir brauchen wohl ihre Hilfe. Stratos, all die Drachen sind zahm geworden. Ich weiß, He-Man und Teela haben wohl Beastman gefunden. Bringen wir sie nach Grayskull. Wie können die Drachen helfen, Grayskull zu betreten? Wie sonst? Denk an Teamwork.
Schießt los, Drachen! Es muss klappen. Was? Orko hat recht. Wenn wir mit den Drachen im Team zusammenarbeiten, können wir es mit Skeletor aufnehmen. Stoppt sie! Gewonnen, glaub ich. Stehen bleiben, Skeletor. Niemals! Schade um die anderen, aber wenigstens ich bin entkommen. Nicht mehr lang. Es reicht jetzt, Skeletor. Das werden wir sehen. Ich gewinne, He-Man. Deine Sorceress ist in der Drachenperle gefangen. Ich hab jetzt ihre Kraft. Hilfe! Halt dich fest, Skeletor! Ich hätte dich nicht gerettet. Für mich ist dein Leben eben wichtiger. Selbst deines. Mir ist dies wichtiger. Schau es dir zum letzten Mal an. Oh, nein, 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 nein. Wenigstens siehst du deine liebe Sorceress niemals wieder. Danke. Gehen wir nach Hause, Soa. Das ist der Letzte. Sie sind auf dem Weg heim zur Mutter. Was ist mit Evelyn und Skeletors anderen Leuten? Evelyn konnte ein anderes Tor aufzaubern und sie sind dadurch entkommen. Es ist nicht schade, wenn sie fort sind. Aber ich schätze, die kommen wieder. Eins von diesen Drachenbabys wäre ganz nett zum Kuscheln. Hey, langsam, ich sagte wäre. Das ist ja schauderbar. Hey, nicht so aufdringlich. In der heutigen Geschichte versuchte Skeletor Eternia zu erobern, indem er Tiere missbrauchte. Tiere wie alle Lebewesen sollten nett behandelt werden. Hoffentlich denken alle daran, die einen Hund, eine Katze oder einen Hamster haben. Ein Haustier bedeutet auch Verantwortung, denn es ist von uns abhängig. Aber seid euch eines sicher, sie werden unsere Liebe auch immer erwidern. So, ich muss verschwinden. Bis bald.